Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video Zeitenwende 2020, ein schwieriger Übergang. Und das ist ein Interview mit Dr. Christoph Niederwieser, Astrologe und Zukunftsforscher. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen, einen schönen guten Abend. Christoph, ich möchte dich noch kurz vorstellen. Du bist also Astrologe, Prognostikexperte und hast deinen Doktor in internationalen Wirtschaftswissenschaften gemacht. Also du hast rundum Ahnung und du hast dich intensiv mit diesem Übergang in das bevorstehende Luftzeitalter beschäftigt. Du schaust also jetzt nicht nur auf die momentane Krise, sondern du schaust schon seit längerer Zeit auf die großen Zeitzyklen und hast dich eben intensiv damit beschäftigt. Was wäre denn deine Einschätzung? Kannst du uns im Hinblick auf diesen großen Paradigmenwechsel, der uns bevorsteht, die große Zeitenwende, diese momentane Krise einordnen? Ja, also so schwer und so tragisch so eine Krise wie aktuell mit dem Coronavirus auch ist, aber grundsätzlich ist die ein Symptom von einem großen Paradigmenwechsel. Wir haben ja in der Astrologie die schöne Situation, dass wir Zyklen auf Jahrhunderte, auf Jahrtausende im Vorhinein, im Nachhinein berechnen können. Da gibt es Zyklen, die sind ganz kurz, so wie der Mondzyklus, der einmal in 28 Tagen durch den Tierkreis saust. Und da gibt es welche, die sind richtig lang und ziehen sich über Jahrhunderte, gar Jahrtausende. Und einer dieser großen Zyklen, den auch schon die großen arabischen Astrologen, den auch schon Johannes Kepler für ihre Vorhersagen verwendet haben, ist eben Jupiter-Saturn, die Konjunktion. Die treffen sich alle 20 Jahre, sodass man eigentlich glauben würde, der ist ja gar nicht so langweilig. Nur gibt es da auch noch einen Megazyklus, der da übergeordnet ist. Und zwar wechselt der ungefähr alle 150 bis 200 Jahre das Element der Zeichen, wo die beiden sich begegnen. Und wir haben jetzt eben gerade 200 Jahre Jupiter-Saturn in Erdzeichen hinter uns. Ja, das ist begonnen, hat begonnen um 1800 mit der industriellen Revolution und das Element Erde steht ja für die Materie, fürs Materielle, für Besitz, für Wohlstand, für alles, was man angreifen kann, was man horten kann, was man sammeln kann. Also man kann sagen, es war eigentlich der Zyklus der kapitalistischen Konsumgesellschaft, in die wir alle ja reingeboren sind. Ja, man muss fleißig in die Arbeit gehen, jeder muss sich an Regeln und Vorschriften halten, man muss fleißig sein, um irgendwie die Karriereleiter emporzuklimmen, viel Geld am Konto zu horten und dann sich Haus, Auto und so weiter zu kaufen. Das ist der alte Zeitgeist. Mhm. Dieser Zyklus, der wechselt aktuell gerade endgültig in die Luftzeichen, ja, bis ins Jahr 2150 ungefähr. Und da stehen ganz andere Werte gesellschaftlich im Vordergrund. Man kann sagen, das wäre eigentlich dann viel ideeller, idealistischer ausgerichtet. Da geht es um den Geist. Ja, also man kann sagen, es ist dann wirklich de facto die Wissensgesellschaft, von der ja schon seit ein paar Jahrzehnten die Rede ist, ja, nur stecken wir alle noch mit einem halben Bein in der alten Erdewoche und die Wissensgesellschaft, die geht jetzt so richtig los. Und wie es immer so ist, eine alte Epoche, da bauen sich ja auch Machtsysteme außenrum. Und die danken nie freiwillig ab. Das heißt, es braucht eigentlich immer irgendeine Katastrophe, damit eben so der alte Zeitgeist sozusagen endgültig der Vergangenheit angehört und ein neuer kommt. Ja, also auch die französische Revolution, Gebot von Demokratie, Menschenrechten und so weiter, war auch nur möglich, weil ein Jahr davor der französische Staatsbankrott stattgefunden hat. Ja, Adel und Klerus waren pleite und erst dadurch sind dann die Menschen auf die Straßen gegangen. Und jetzt haben wir wieder so eine Zäsur, ja, die ich schon seit Jahren, also seit 2014, seit den ersten Vorträgen, Artikeln prognostiziert habe. Ja, und da geht es im Grunde darum, dass wir uns von allem befreien, was eben noch ganz stark in dieser alten Erdewoche verwurzelt ist, um jetzt wirklich das Informationszeitalter, das Wissenszeitalter einzuleiten. Aber muss es denn nun ausgerechnet so etwas Brutales wie so ein weltweiter Virus sein? Inwiefern hat der denn jetzt was damit zu tun? Inwiefern würde uns das denn helfen, in die Wissensgesellschaft reinzukommen, bei der momentanen Panik, die jetzt überall herrscht? Und viele schmeißen jetzt auch ihr Halbwissen da rein und keiner weiß so wirklich, was wirklich wahr ist. Und dann
muss ich auch sagen, kleine Anekdote am Rande, Viren sind ja im Grunde auch Informationsträger. Die sind ja gar keine Lebewesen. Das ist ja eine ganz komische Sache mit diesen Viren. In denen steckt ja eine Information und die zwingen dann unsere Körperzellen, nach dieser Information zu produzieren. Das ist auch so ein bisschen unheimlich jetzt gerade. Ja, da gibt es natürlich eine Analogie, das ist ja beides die Pluto-Analogie. Ja, Pluto ist immer der Informationscontainer, der beliebig replizierbar ist und den man im Grunde 1000 Millionen Milliardenfach kopieren kann. Das ist eine Computersoftware ebenso wie das Programm eines Virus. Und das sehen wir natürlich auch schon, es ist auch so ein Vorbote für die Tücken der kommenden Informationsgesellschaft, wie schnell auch eine Fehlinformation oder auch eine destruktive Information sich verbreiten kann. Ja. Das sehen wir symbolisch, morphologisch, das ist eigentlich dasselbe Spiel auf einer anderen Ebene. Ich habe natürlich persönlich auch gehofft, dass es glimpflicher der Wechsel vonstatten geht. Ich habe immer in meinen Vorträgen gesagt, 2020 entscheidet sich, wird es ein Systembruch, also wo wirklich viel zu Bruch geht, oder wird es eine Reformation, eine Systemreformation, wo wir behutsam Schritt für Schritt sozusagen die Erdepoche beenden, in die Luftepoche übergehen. Und es ist ja auch trotz dieser enormen Krise, die ja jetzt im nächsten Schritt auch eine saftige Wirtschaftskrise, eine Weltwirtschaftskrise wird, da sehen wir ja schon, dass für manche von uns, die werden da wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon kommen. Also ich sehe es bei all meinen Kunden. Ich mache ja Unternehmensberatung mit Hilfe des Horoskops, mit Hilfe der Astrologie. Und bei Unternehmen, die jetzt wirklich die letzten Jahre schon massiv und konsequent auf die Digitalisierung gesetzt haben, die gesagt haben, Homeoffice, das sollen unsere Mitarbeiter machen können. Die sollen ja auch besser eine Work-Life-Balance hinbekommen. Die sollen ja auch mal tagsüber mit den Kindern was machen können, wenn es notwendig ist. Und dann vielleicht abends im Homeoffice und so weiter. Also die da schon vorgearbeitet haben, die haben sich jetzt relativ leicht getan, umzustellen. Ja, bis vor 2 Wochen immer noch gesagt haben, nee, Homeoffice, das wollen wir nicht. Ja, da kann man ja gar nicht kontrollieren, ob die wirklich was tun und so weiter. Also all diese alten Erdepoche-Argumente, die haben natürlich jetzt ein massives Problem. Ja, also und insofern ist es ja dann doch so, wie ich vermutet habe, für manche von uns ist eine Reform, ja, da muss man sich vielleicht noch mal eine bessere Webcam kaufen, schnelleres Internet, aber man hat schon die letzten Jahre vorgearbeitet. Und für manche von uns, da wird es halt zu richtigen Bruch werden. Jetzt haben wir ja auch, schon auch bald, bei den Unternehmen. Ja, ja genau. Jetzt haben wir ja schon bald den ersten Eintritt von Saturn in den Wassermann, jetzt am 22. Da geht er bis Anfang Juli schon einmal in den Wassermann, kommt bis auf 2 Grad, wird dabei jetzt auch noch paukenschlagmäßig gleich von Mars begleitet, der am 30. in den Wassermann geht. Glaubst du, dass dann vielleicht schon irgendeine wichtige Info durchkommt, die uns jetzt hier irgendwie helfen kann? Naja, solange wir jetzt den Saturn noch im Steinbock haben, und das ist ja nur noch ein paar Stunden jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, da haben wir noch ein allerletztes Bollwerk des alten Systems, wo wir noch mit unseren alten Mitteln probieren, dieser neuen Krise Herr zu werden. Sobald er dann in Wassermann geht, wird es einen großen Bruch geben, im positiven Dammbruch, im positiven wie im negativen. Ja, einerseits, dass da ganz neue Lösungen kommen, Lösungsvorschläge, aber manche von diesen neuen Lösungsvorschlägen, die werden vielleicht auch schon noch ein bisschen unausgegoren und bizarr sein, vielleicht auch ins Diktatorische gehen. Grundsätzlich die Hauptkonstellation, die auch für den Virus verantwortlich ist, ist ja das Saturn-Pluto auf 22,5 Grad Steinbock. Und der steht natürlich ganz, ganz eng in Verbindung mit totalitären Systemen, mit strengen Regeln, Law and Order, mit einer eisernen Faust, die durchgreift. Ja, da wird eben nicht diskutiert, da wird einfach bestimmt, da gibt es eine Direktive, alle haben sich dran zu halten. Und es gibt auch moralisch gar keinen Ausweg, hier irgendwie eine Meinungsvielfalt zuzulassen, weil entweder hat man die richtige Meinung oder man hat die falsche Meinung. Ja, da wird einfach in Gut und Böse geschieden. Und das ist natürlich jetzt auch eine der Gefahren vom Coronavirus, dass viele totalitäre Systeme, siehe China beispielsweise, die ja immer schon ausgiebigere Überwachung einführen wollten oder schon da lang dabei sind, dass die natürlich jetzt unbehelligt da mit 7 Meilenstiefel weiter ihre Überwachungssysteme installieren können. Ja. Ja. Für uns hier im Westen ist es in erster Linie eine große Chance. Eine große Chance, dass wir jetzt ganz konsequent unser Wirtschaftssystem umbauen auf Basis eben des Luftelements. Also sprich, genau, das wäre jetzt Eigentum, das ist nicht mehr so wichtig. Ja.
Und eben auch die ganzen Informationstechnologien nutzen wir eben entsprechend, um ein neues Wirtschaftssystem aufzubauen. Das wäre nämlich meine Frage. Wie schätzt du denn, das ist jetzt eine ganz große Angst von vielen Leuten und wir haben ja auch einen wirtschaftlich schwierigen Jupiter-Pluto-Zyklus, der jetzt dieses Jahr noch auch zu einem Ende kommt und auch in seiner schwierigen Phase ist, aber das noch dreimal, also jetzt dann im Juni nochmal und im Jahresende auch nochmal. Das wird ja wirtschaftlich sehr sorgenvoll beobachtet. Ja, genau. Was ist denn jetzt deine Meinung als Experte auf diesem Gebiet, wo es da hingehen sollte, wie man wirtschaftlich jetzt dann da weiterkommt? Also ganz klar ist, dass uns diese Krise, die wird jetzt im April noch so ihren Höhepunkt haben. Im Mai haben wir das Gefühl, jetzt sind wir dann langsam da schon durch. Dann werden dann auch diese extremen, rigorosen Sicherheitsbestimmungen auch wieder gelockert werden. Mhm. Aber die eigentliche Wirtschaftskrise, die Systemkrise, die im Hintergrund schwelt, die wird uns das ganze Jahr begleiten. Es wird erst ab Anfang 2021 langsam wieder so eine gewisse Orientierung bekommen. Und wie du sagst, eben der Jupiter-Pluto ist ja grundsätzlich auch ein Machtzyklus. Dadurch, dass der beim Steinbock stattfindet, Jupiter ist ja dort im Fall, ja, wird es halt, hat es halt meistens dann so einen recht unrunden Beigeschmack. Das heißt, erste Entsprechung ist natürlich immer dann, wenn die sich nähern, da werden halt massiv die Geldschleusen wieder aufgehen. Ja, Jupiter vergrößert ja immer, der steigert die Dinge ins Unermessliche und da wird dann einfach kein Halten sein von dem, was man einfach Geld rauspulvert. Und zweitens natürlich wird das, was das Saturn-Pluto zementiert hat, wird dann entsprechend in die Horizonte hineingefügt. Ja, also was beispielsweise an Überwachungssystemen installiert wurde oder geplant wurde während dem Saturn-Pluto, aber noch irgendwie so ein bisschen bedeckt gehalten wurde, das platzt dann auf und wird dann einfach installiert, sobald der Jupiter-Pluto dann passiert. Und wie es ja immer so ist, wenn dann mal, keine Ahnung, 100.000 Kameras in Deutschland hängen, die man eben aktuell braucht, um Bevölkerungsströme zu überwachen, Handydaten auslesen, um zu schauen, wer ist jetzt in der Risikogruppe, wer hat wen kontaktiert, wen müsste man vielleicht nochmal checken. Ist das schon im Gange oder kommt das noch? Gut, das wird aktuell, ist in einigen Ländern ja schon gemacht. Ja, Österreich ist da schon mal vorgeprescht, aber das kommt natürlich, sicher. Mhm. Ja. Und aktuell kann man natürlich sagen, da kann kein noch so gewissenhafter Datenschützer irgendwie, wird sich da was dagegen zu sagen getrauen, weil es geht ja um Menschenleben. Aber wenn das mal installiert ist, sowas wieder wegzubekommen, dann ist es halt relativ schwierig. Das heißt, diese 100.000 Kameras, die dann hängen, die wird man nicht danach wieder abhängen. Aber wenn du jetzt sagst, die Wirtschaft muss sich überhaupt ganz neu aufstellen, in welche Richtung muss das gehen? Ja, also was im Luftzeitalter typisch ist, in der Erdepoche, die kommt ja aus der Feuerepoche raus. Das heißt, bis 1800 hatten wir in Europa oder weltweit immer massive Kriege, wo ganz viel zerstört wurde. Ja. Ja. Hungersnöte, also das war ganz normal, dass alle paar Jahrzehnte wieder halbe Bevölkerung durch Hunger ausgerottet wurden. Das stabilisiert sich in der Erdepoche. Das ist ja auch das Gute von der Erdepoche, dass endlich eine materielle Basis der Gesellschaft Halt gibt. Und dann ist die aber dann so überbordend, dass dann irgendwann man sich auch eine Luftepoche leisten kann, also sprich auf Basis des Wohlstands, kann man dann sich auch so Dinge erlauben, wie beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie beispielsweise, dass Besitz gar nicht mal so viel eine Rolle spielt, Stichwort Share Economy, ja, also nicht mehr alles horten, alles raffen, alles besitzen, wie das ja der vergangene Zeitgeist war, sondern einfach nutzen, wenn man es braucht, teilen und dann wieder weitergeben, ja. Da hat sich ja auch schon ein riesen Wertewandel bei den jungen Menschen etabliert. Ja. Also das ist richtig. Gibt ja die Unfall von der EU, um so Wertewandel ein Ding festzumachen. Und da ist im Fragekatalog drinnen, würden Sie lieber oder können Sie sich eher vorstellen, ohne Internet auszukommen oder ohne Auto? Ja. Und bis 2015 war der überwiegende Anteil von jungen Menschen, ihr Auto brauche ich, Internet nicht so wichtig. Und das hat sich total ins Gegenteil gekippt. Da sieht man schon die jungen Menschen, die ja Vorboten sind von den kommenden Jahrzehnten. Die legen keinen großen Wert mehr auf Besitz, auf Status, auf Hierarchien, auf eine Führungsposition in einem Unternehmen, auf Statussymbole wie ein Dienstwagen und so weiter. Die wollen sich verwirklichen, die wollen eine vernünftige Work-Life-Balance. Und das ist ja jetzt schon seit Jahren
im Gespräch, aber es wird halt nicht gemacht. Und jetzt diese Krise ist eine einzigartige Chance, dass wir es endlich machen. Ja. Ja. Eben auch jetzt mit diesen Massenkonkursen, die es geben wird, mit diesen Horden an Selbstständigen, die plötzlich im Privatkonkurs gehen müssen. Was will man da jetzt machen? Will man wieder so wie früher mit der Gießkanne dann das alles den Automobilfirmen oder den etablierten Branchen, den Banken, den Versicherungen einflößen? Oder sagt man, naja gut, es gibt halt jeder dann einfach einen gewissen Betrag. Da sind wir dann schon beim bedingungslosen Grundeinkommen, ja. Nur dass es halt dann anders heißen wird. Ja, politisch muss man es dann halt umbenennen, damit man es etablieren kann. Aber du denkst, dass das jetzt eine Chance ist, mit dem kommenden Luftzeitalter eben sowas wie es bedingungslos ist? Also von dem her, ich sehe in der Corona-Krise eigentlich eine Riesenchance. Jetzt haben wir endlich mal diesen Stopp von dem alten System, diesen Zwangsstopp. Die Menschen sitzen zu Hause und haben endlich mal Zeit, viele seit Jahren, sich mal über ihr Leben Gedanken zu machen, mal sich darüber klar zu werden, was mache ich eigentlich hier Jahr ein Jahr aus? Ja? Mit was vergeude ich eigentlich meine Lebenszeit? Was möchte ich eigentlich im Leben? Ja, was könnte ich besser machen? Dann natürlich, die Leute gewöhnen sich jetzt an Homeoffice und auch die Vorgesetzten sehen dann, oh ja, eigentlich, wenn die daheim arbeiten, das ist viel effektiver, es kommt viel mehr dabei raus, es ist viel kreativer. Die Kinder, ich kenne kein einziges Kind, ja, inklusive meiner eigenen Kinder, die jetzt traurig sind, dass sie nicht in die Schule dürfen oder müssen. Ja. Die sagen, endlich mal nicht hier im Klassenzimmer den halben Tag absitzen und sich langweilen, sondern ich stehe in der Früh auf, ich mache mir die ganzen Aufgaben, ich kann mir selber einteilen, was ich wann wie lernen und mir beibringen will und dann bin ich fertig und dann mache ich, was mir Spaß macht, ohne diese permanenten Zwänge. Also es ist eigentlich ein Aufbruch in die Freiheit. Für uns in unserem persönlichen Leben, das ist die große Chance und eben auch, dass wir das nach der Krise mitnehmen, dass wir eben dann nicht zum Alltag übergehen und sagen, okay, jetzt ist die Krise vorbei, der Virus ist weg, jetzt machen wir genauso wie davor weiter. Das wird es eben nicht spielen. Ja? Da werden die Menschen nicht mitmachen. Die werden eben auf solche neu gewonnenen Einsichten künftig nicht mehr verzichten wollen. Und das ist das Gute dran. Das ist ein interessanter Aspekt. Trotzdem würde ich hier einwenden als Steinbock, du bist ja Löwe, ne? Du bist ja. Aber ich bin Steinbock. Also ich bin auch so der körperbetonte Mensch. Gerade was das Schulthema angeht, hat meine Schwester mir zum Beispiel erzählt, dass ihre Tochter, die jetzt in der Pubertät ist, die leidet darunter, dass die Schule im Moment geschlossen ist, weil natürlich die Schule zum Beispiel auch einen sehr wichtigen soziale Funktion erfüllt. Gerade eben diese Jugendlichen, die sich dann anfangen zu beweisen oder die anfangen, einen Boyfriend zu daten. Dieser persönliche Kontakt ist jetzt auch nicht so einfach durch den Digitalen zu ersetzen. Also ich denke schon, wir müssen Wege finden, zum Beispiel das Glückshormon, das Verbindungshormon Oxytocin, das wird nur ausgeschüttet, wenn man den Menschen wirklich vor sich hat und riechen kann. Ich glaube, es geht alles über die Nase. Also das Alleinseligmachende ist es jetzt auch nicht. Der Mensch muss schon irgendwo auch physisch im Kontakt bleiben. Ja, aber da sind wir jetzt ja mitten im Paradigmenwechsel drin. Weil das eine ist dieser Jupiter-Saturn-Zyklus, über den wir jetzt aus der Metaperspektive gesprochen haben. Ja. Zweite, also ein Mikrotrend, das ist eben der Saturn-Pluto-Zyklus. Und da waren wir jetzt seit Anfang der 80er Jahre gewohnt. Da hat er in der Waage stattgefunden. Waage steht eben für Beziehungen, für Austausch, für Harmonie, miteinander konversieren, irgendwo gepflegt im Anzug oder im Kleid am Ball stehen, mit einem Sektglas in der Hand und Smalltalk betreiben. Ja. Auch das ganze Netzwerken, ja, Medien- und Marketinggesellschaft habe ich diese Phase genannt, ja, wo es ganz stark um die Oberfläche geht und um das permanent hier quasseln, dort quasseln. Da gibt es natürlich jetzt genauso einen Paradigmenwechsel, weil das sind lauter Dinge, die der Steinbock nicht mag. Darum sind ja auch diese beiden Phasen im genauen Quadrat zueinander. Ja, das heißt, die letzten Jahrzehnte, da war es eben wichtig, viele Leute zu kennen. Also da war es wichtiger, wen kennt man und wie gibt man sich, als was kann man eigentlich. Hm. Das dreht sich jetzt total ins Gegenteil. Jetzt im Steinbock, da will man wieder wissen, was kann derjenige? Hat er die letzten Jahre fleißig gearbeitet? Ist eine Substanz dahinter? Ja, und die Oberfläche wirkt eher abschreckend. Also wenn wir jetzt in der Zeit der Krise
und so diese ganzen im Fernsehen, die laufen ja nach wie vor weiter, so diese Soap-Operas und diese banalen Shows, wo irgendwelche Leute irgendwas Banales tun, ja, das wirkt ja richtig, richtig befremdlich eigentlich, wenn einem der Tod im Nacken sitzt, ja, also das wird natürlich komplett out sein und natürlich auch in den Schulen trennt sich da die Spreu vom Weizen, ja, also nach dem Monat oder den 6 Wochen, wenn die Kinder dann wieder in die Schule gehen, da wird man eben sehen, wer waren die, die eigentlich nur gequasselt haben und irgendwie sich durchlavieren konnten und wer sind die, die wirklich jetzt sich Tag für Tag konsequent fleißig hingesetzt haben, ihre Aufgaben gemacht haben und jetzt den Stoff drauf haben. Und das ist eben, das ist alles Paradigmenwechsel. Ja, da ändert sich wirklich fundamental was in unserem Denken, in unserer Mentalität. Das heißt also, mit dieser steinböckischen Energie von Substanz und Leistung und Können in das Luftzeitalter reingehen. Also man muss schon was drauf haben. Lass uns doch mal in diese Grafik gucken. Du hast da mal so eine tolle Grafik, was auch für uns vorbereitet. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen mit der Struktur im Kopf. Genau, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich die hier schnell wo finde. Ich glaube, ah ja, da haben wir es eh schon. Genau. Ja, also wir haben ja zwei Wechsel. Also der eine Wechsel ist, dass der Saturn-Pluto sein Zeichenhintergrund wechselt und der zweite ist der Jupiter-Saturn. Das heißt, 1980 bis 2020, da hat man den Saturn-Pluto in der Waage, ja, ein Luftzeichen, deshalb hier in der Grafik gelb. Das heißt, vom Denken her, von dem, wie wir uns selber geben im Umfeld, da mussten wir halt eben charmant sein, Smalltalk betreiben, uns durchlavieren, um eben in der Außenwelt Jupiter-Saturn in den Erdzeichen, wo ja alles noch sehr strukturiert, sehr hierarchisiert war, da muss man eben sehr wendig sein im Inneren, um da irgendwie in diesen rigiden Strukturen weiterzukommen. Und aktuell dreht sich das komplett. 2020 bis 2050, da ist das ganze Umfeld, Jupiter, Saturn in den Luftzeichen, total volatil. Ja? Also die ganze Welt ist komplett vernetzt, alles ändert sich permanent. Es gibt Myriaden von Informationen, die von überall auf uns einprasseln. Und wenn wir es aber weiter so luftig denken würden, da würden wir von diesen Orkanen der Information komplett weggeblasen werden. Das heißt, Kernkompetenz, Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft, ist es eben im Kopf drinnen, ganz klar, ganz zielgerichtet zu sein, ganz genau zu wissen, was man will und auch ganz und auch einen starken Informationsfilter zu haben. Ja, dass man wirklich aus diesem Meer an Informationen ganz gezielt uns das rausnehmen, was in unsere persönlichen Ziele passt und den Rest lernen auszublenden. Also diejenigen, die halt immer noch so wie die letzten 20 oder 10 Jahre dann 5 Stunden oder 10 Stunden am Tag auf Facebook und WhatsApp rumhängen, um da alles zu lesen, was da irgendwie reinkommt, die sind dann verloren. Ja, das ist der Paradigmenwechsel. Ja. Kannst du uns nochmal den Einblick in diese andere Grafik auch geben, dass wir nochmal sehen können, in was für einer großen Welle wir uns befinden, die Zeitgeistwelle? Das würde ich auch gerne nochmal zeigen. Genau, weil wir haben ja hier sozusagen mal die uns umgebenden 20 Jahre, also grob von 2010 bis 2030. Und da gibt es ja immer die großen Zeitgeistwellen. Das ist natürlich weitaus diffiziler und komplexer. Es gibt da Dutzende Zyklen, die ineinander greifen. Aber die Leitthemen habe ich jetzt hier aufgezeichnet. Es war einmal so von 2010 bis 2015 ungefähr, war ja das Hauptthema Uranus, Pluto, die Revolution, die Umstürze. Beginnend mit dem arabischen Frühling. Ja, also rund um den Globus in verschiedensten Systemen sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Obrigkeit zu protestieren. Und eben auch jetzt eben mit dem arabischen Frühling, auch in eben Nordafrika ganz viele Länder, die sich dort ihrer Obrigkeit entledigt hatten. Dann als Konsequenz daraus Saturn-Neptun, der dann ab Ende 2015, Anfang 2016 ganz massiv wurde. Das ist die Überflutung der Grenzen, ja, die Unterwanderung von Grenzen. Also jetzt, wenn wir das ganz ein banales Stichwort, ein plakatives nehmen wollte, das Chaos. Und das war dann die Flüchtlingskrise, die im Grunde auch den arabischen Frühling gefolgt ist. Ja. Ja, genau. Und dann kam schon ab 2016 der Saturn-Pluto, ja, Zucht und Ordnung. Jetzt werden natürlich viele sagen, warum denn schon ab 2016, also jetzt, wenn man jetzt nach den normalen Aspekten geht und auch einen großen Orbis nimmt, dann ist ja die Konjunktion erst so seit 2018 langsam in Anbahnung. Ja. Das liegt daran, dass wir eben
zweimal pro Jahrtausend stehen die beiden in einem sogenannten Deklinationsaspekt. Das heißt, die sind innerhalb von 1 Grad Orbis, also nicht entlang des Tierkreises geballt, sondern eben in der Gegenrichtung, ja, also in der vertikalen Richtung. Das war bei den alten Astrologen bis ins 20. Jahrhundert, bis zum Eberdin, war das ein Hauptaspekt. Wir haben da sehr drauf geachtet, ja. Das ist leider so ein bisschen verloren gegangen jetzt in der modernen Astrologie. Mhm. Genau, es ist verloren gegangen, aber wenn die so stark und so lang sind, normal sind die in 2-3 Wochen vorbei. Darum merken wir Astrologen oft ja auch gar nicht, dass uns da was entgeht. Aber ich nenne es immer Epochendeklinationen, wenn die wirklich in ihrer Nord- oder Südlage sind und dann eben über Monate, Jahre in diesem Orbis bleiben, dann sind die extrem bedeutend. Ja. Und das war halt eben der Beginn von diesen ganzen totalitären Systemen, wo dann weltweit überall diese starken Führer an die Macht kommen sind, ja, und eine Politikerkaste, die man sich noch 5 Jahre davor überhaupt nicht hätte vorstellen können, die wirklich mit einem unglaublichen Populismus, oft auch mit einer starken Rechtslastigkeit, dann Wahlen gewinnen und die im Grunde mit Zucht und Ordnung, strengen Regeln, wir müssen die Grenzen zumachen, wir müssen Mauern bauen, das waren die Erfolgsgeheimnisse. Ja, und da sind wir jetzt eben im Höhepunkt. 2020, letztes Aufbäumen von diesem Zyklus Zucht und Ordnung. Ich habe ja eigentlich gedacht, also ich hatte ja 3 Szenarien und mein liebstes Szenario wäre gewesen, okay, diese ganzen totalitären Systeme oder diese ganzen Hardliner in den verschiedenen Regierungsämtern, die überspitzen es jetzt dermaßen mit Überwachung, dass die Menschen von sich aus sagen, nee, jetzt bei der nächsten Wahl, da wählen wir jetzt wieder liberaler. Ja. Aber wir sehen, also aktuell kommt diese Überspitzung durch die Pandemie, ja, was ja natürlich immer toll ist, wenn man ein externes Feindbild hat, welches im Grunde nicht positiv zu sehen ist. Wenn man jetzt sagen würde, okay, da geht es jetzt um, keine Ahnung, Eindämmung des internationalen Verbrechens oder es geht darum, dass Menschen nicht mehr Steuer hinterziehen können oder was auch immer, da könnte man immer mit einem liberalen Denken sagen, naja, aber es gibt ja noch eine andere Seite. Ein Virus hat natürlich eine sehr kleine Lobby oder gar keine Lobby. Also das ist natürlich dann ein ideales externes Feindbild, um es eben hier Zucht und Ordnung zu kulminieren, aufs Maximum zu treiben. Und dann eben jetzt 2020 geht schon los, hier Saturn-Uranus, der große System. Richtig. Ja. Verbunden mit der Wirtschaftskrise, ja. Also das war ja schon seit 2014, dass ich gesagt habe, wir haben irgendwann zweite Hälfte 2019 bis Anfang 2021 Kernphase, da gibt es eben diesen großen Systembruch verbunden mit der Wirtschaftskrise. Sag nochmal ganz kurz zum Stichwort Wirtschaftskrise. Es ist ja nun mal so, dass viele Einzelunternehmer sehr, sehr große Ängste haben. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass das jetzt der wirklich endlich mal der Einstieg sein kann, dass so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Gibt es für die Einzelnen vielleicht auch noch einen Trick oder eine Idee, wie sie sich jetzt da für die Zukunft fit machen können, auch wenn sie jetzt im Moment vielleicht denken, es geht überhaupt nicht mehr weiter? Ja gut, also manche Branchen, die werden einfach künftig weniger eine Rolle spielen, befürchte ich. Mhm. Also gerade so der Bereich Kunst, Kultur, der ist ja die letzten Jahrzehnte irrsinnig gewachsen, weil natürlich, solange Saturn, Pluto, Waage dominant war, das natürlich auch ganz wichtige Bereiche unserer Gesellschaft waren, das wird künftig grundsätzlich weniger sein. Also klar wird es auch immer noch Musiker geben, Leute, die Events organisieren, aber es wird eben nicht mehr diesen großen Umfang haben, den wir gewohnt sind. Da muss man natürlich schauen, wo kann man sich neu orientieren. Ja. Aber wir Menschen sind doch immer so auf Entertainment fixiert. Das brauchen wir doch. Ja, das brauchen wir, die sozusagen sozialisiert wurden mit dem Saturn-Pluto auf 27 okay. Grad Waage. Ja. Ja, aber wenn man jetzt zurückschaut, die vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende, ist es eher eine Ausnahmesituation, dass man eine derartig ausgeweitete Komfortzone hat und sich das auch leisten kann. Ja, also das wird künftig weniger werden, auch weil natürlich so die ganzen dringenden Themen des Überlebens auch jetzt wieder stärker im Vordergrund stehen. Ja, also so eine Pandemie ist das eine, der Klimawandel ist das nächste. Ja, es gibt ja noch zig weitere Themen, die da irgendwie als Bedrohung jetzt über uns hängen. Und da ist es einfach dann nicht mehr so die Selbstverständlichkeit, dass so ein großer Teil der Volkswirtschaft im Bereich Entertainment, Kunst, Kultur tatsächlich verbracht wird. Ja, also man sieht es ja jetzt bei so einem Shutdown.
welche Läden haben offen und was hat zu? Ja, also da sieht man ja schon, was... Aber was andererseits zum Beispiel, wer jetzt Netflix-Aktien hat, der reibt sich die Hände. Ne? Also so eben... Genau, ja, also das ist halt eben... Die so home-mäßig... Genau, auch im Bereich Kunst und Kultur geht es jetzt um die Digitalisierung, da den Einstieg zu schaffen. Ja? Und auch bei den Selbstständigen ist es halt so, ich meine, wenn jemand jetzt 90% seiner Einkünfte zum Beispiel auf Live-Vorträge als Speaker zum Beispiel gewohnt war zu lukrieren und der aber dann nie irgendwie auch mal ein Online-Standbein sich aufgebaut hat, für den ist jetzt natürlich schmerzhaft. Für andere, so wie für uns beide, die wir schon seit Jahren eigentlich einen großen Teil unserer Beratungen online machen, die auch eben über YouTube-Kanäle und so weiter online mit den Menschen kommunizieren, ja, ist halt einfach nur mal ein weiterer konsequenter Schritt in die Richtung, wo wir eh schon gehen. Mhm. Das ist halt bei vielen Selbstständigen jetzt so. Das bringt mich jetzt natürlich gleich. Das Zweite, was kommt, der Steinbock prüft uns eben. Der schaut, ob wir wirklich Substanz haben, auch wirklich im Materiellen. Also die Selbstständigen, und da kenne ich leider viele, die eigentlich jetzt immer auf Sicht gefahren sind, jahrelang, ja, und eben auch finanziell auf Sicht gefahren sind, ja, da wird jetzt der ein oder andere sich wahrscheinlich überlegen, doch in ein sicheres Arbeitsverhältnis zu wechseln. Diejenigen, die eigentlich immer schon gesagt haben, okay, so im Notfall muss ich auch ein Jahr mit meinen Reserven durchkommen, ohne was zu verdienen, ja, für die ist auch hart, aber die kommen da durch. Es ist eben der Steinbock jetzt, der prüft uns. Der Steinbock ist ja auch das Brutale am Steinbock, ist ja das Prinzip, die Spreu vom Weizen trennen. Das ist halt wirklich auch diese Härte, die jetzt wahrscheinlich auch viele spüren. Das ist schon brutal. Also es ist jetzt wirklich kein Spaziergang, was wir hier gerade durchmachen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt nämlich auch gerne du hast ja uns einige gute Perspektiven jetzt auch schon genannt. Und zum Schluss würde ich jetzt auch gerne nochmal sagen, okay, wenn wir das jetzt überstanden haben und viele von uns sind ja auch sehr erfinderisch und sind ja auch schon eine ganze Menge Leute, die jetzt dabei sind, sich neu zu orientieren oder sagen, ich stelle um auf online und Mittel und Wege finden. Der Mensch ist ja auch unglaublich anpassungsfähig und erfinderisch. Ja. Wenn wir jetzt zurückblicken werden, da gibt es gerade einen schönen Artikel von Zukunftsforscher Matthias Hawkes, der gesagt hat, es ist immer beruhigend, eine Sache statt, man hat den Horror auf sich zukommen, lieber zu schauen, wenn wir zurückblicken, was sagen wir denn dann? Was denken wir dann? Und das würde ich dich jetzt auch gerne zum Schluss fragen. Wenn wir zurückblicken, was denkst du, wie wir die heutige Krise dann sehen werden und was wir da jetzt für Chancen durchbekommen haben? Ja, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Technik in der Zukunftsforschung. Ich habe ja vor einem halben Jahr einen großen Kongress in Erlangen an der Universität organisiert, die Zukunft der Prognostik. Da hat der Matthias Hawkes eben vorgestellt, seine Technik der Regnostik, also sprich aus der Zukunft zurückzublicken. Rasa Nasool, der Global Head of Technology von Siemens, die nennen das Retropolation, ja, also eben auch von einem zukünftigen zurück extrapolieren. Und da kommt man einfach aus dieser Verfangenheit raus, wie wir es aktuell haben. Und wenn wir, sagen wir mal, in 20ern zurückblicken, dann werden wir sagen, wie gut war das doch, dass wir damals diese Zäsur hatten, dass wir gezwungen waren, dieses irrsinnige System zu stoppen, dass wir, wie konnten wir bloß davor den ganzen Tag damit verbringen, von 1000 Informationen uns das Gehirn zuzuballern, 50 oder 100 E-Mails jeden Tag, mal da, mal dort, 1000 Halbprojekte in der Luft zu balancieren, aber nichts wird richtig und nichts wird richtig fertig. Und damals haben wir endlich wieder gelernt, uns auf ein großes Ding zu fokussieren, ja, wirklich mal zu scheiden, was wollen wir und was wollen wir nicht und das, was wir nicht wollen, auszublenden und das, was wir wollen, da wirklich auch mal Tage, Wochen, Monate, Jahre uns drauf konzentrieren zu können, um da wirklich große Lebenswerke zu schaffen und nicht dieses bunte Rauschen, das wir jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte machen mussten. Und wir werden auch sagen, wie schön ist es endlich mal wieder, wir haben erst dann wieder gelernt, durch eine Stadt zu gehen oder eben durch unser Umfeld zu gehen, ohne dass überall Autoverkehrslärm ist, ohne dass die Luft schlecht ist, ohne dass die Menschen überall gehetzt rumlaufen. Endlich hat man mal wieder Zeit zum Durchatmen und wieder Mensch zu werden. Also ja, ich denke also auch, dass vielleicht... Sehr positiv. Ich denke auch, dass vielleicht durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die wir jetzt mehr ausschöpfen, es vielleicht auch dazu führt, dass die Leute aufhören, etwas weniger ständig um den Globus zu rasen.
Also ne, die viele, viele Firmen, deren Manager bisher so unheimlich wichtig dann immer Business Class überall hingeflogen sind, um sich persönlich zu treffen und sich dann bewirten zu lassen. Und nichts ging, ohne dass man heute hier war und morgen in Asien und übermorgen in New York. Und jetzt stellen die fest, hey, wir können uns eigentlich auch wunderbar über Zoom-Meeting online treffen und es funktioniert auch. Das könnte ja auch der Umwelt zugutekommen. Ja, das wird definitiv. Denkst du, dass wir da Fortschritte machen? Ganz genauso, wie du sagst, ich musste ja diesen Wahnsinn auch ein paar Jahre mitmachen, wo ich noch Marketingleiter beim großen Musikinstrumentenhersteller war. Und wo ich mir gedacht habe, jetzt fliege ich da wieder eine Woche nach Anaheim, Los Angeles, nach China, wohin auch immer. Mhm. Bin dann wochenlang komplett gerädert und eigentlich nur, um dort Sachen viel schlechter zu besprechen, als es eigentlich online geht. Ja. Und natürlich der Schaden für die Umwelt ist natürlich enorm. Ja. Also klar, jetzt die ganze internationale Tourismusreisen, das wird natürlich massiv nach unten gehen, weil es wird nur ein Teil der Fluglinien überleben, ja, diesen langen Shutdown. Und die wenigen, die dann übrig bleiben, die werden ihre Preise natürlich weit, weit höher machen müssen. Und zusätzlich wird es auch noch viel schärfere Sicherheitsbestimmungen geben, wie wir ja beim letzten Saturn Pluto beim 11. September hatten, einfach um so einen Fall künftig zu vermeiden. Das heißt, es wird viel teurer und viel komplizierter, so internationale Flüge zu machen. Und im Grunde, jetzt haben wir hier jahrelang diskutiert im Rahmen der Klimaerwärmung, wie wichtig und notwendig das wäre. Ja, aber da sieht man natürlich auch immer wieder ein bisschen so den systeminhärenten Egoismus. Wenn es jetzt eigentlich die Zukunft der gesamten Welt und künftiger Generationen geht, dann haben wir schon die Kutzpe, das auf die lange Bank zu schieben. Aber wenn es um ein Virus betrifft, der zwar extrem unwahrscheinlich, aber doch auch uns persönlich in unserer Gegenwart betreffen könnte, dann machen wir alles, um das zu verhindern. Ja, dann sind wir plötzlich viel aktiver als dieses Klimathema und so weiter. Also von dem her hat es ja auch was Gutes. Genau, ich habe auch gesagt, der Virus hält uns einen Spiegel vor. Also diese Krise, da können wir uns wirklich jetzt nochmal angucken, genau auf diese Dinge hin, dass wir uns so schwer tun, ein bisschen längerfristig zu denken, auch an die nächste Generation zu denken. Und in der Hinsicht können wir jetzt auch ganz viel davon lernen. Genau, ja, und positiv in die Zukunft schauen. Also nützt alle hier diese Zwangspause wirklich, um die Visionen für eure nächsten Lebensjahre, Lebensjahrzehnte zu schmieden und dann konsequenter darauf hinzugehen. Und dann werdet ihr sehen, wie dankbar ihr um diese Krise sein werdet im Rückblick. Ja, Mensch. Und ich bin dankbar, dass wir dieses tolle Gespräch führen konnten. Danke, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir, Antonia, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch dem einen oder anderen ein bisschen eine Orientierung geben kann und eine positive Perspektive. Also ich werde auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung auch deine Webadresse noch reinschreiben. Also für alle, die einfach auch mal bei dir auf der Homepage gucken wollen, was du machst. Es gibt von Christoph natürlich auch bereits schon Videos online. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Mhm. Findet man den auch einfach unter Christoph Niederwieser? Ja, da kommt er schon einiges verlinken. Genau. Und ich kann auch gerne für diejenigen, die so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen noch interessieren, ich habe da auch noch mal ein Dossier zusammengestellt mit verschiedenen Artikeln zu dem Thema. Einfach mir kurz eine Mail schicken, dann sende ich euch das gern kostenfrei zu. Genau, und deine Kontaktdaten sind auch ganz offen auf deiner Homepage, gar kein Problem, den Christoph zu erreichen, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr euch mehr noch für seine Arbeit interessiert. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, war ja jetzt auch schon wieder ein sehr langes Gespräch. Aber das ist auch eine Sache in dieser Krise. Ich habe schon ewig das mir vorgenommen, dass ich mal Kollegen interviewen möchte und mich unterhalten möchte. Und immer habe ich es vor mir hergeschoben und jetzt mache ich es einfach. Und das ist auch für viele, werden vielleicht zurückblicken und dann überlegen, da waren Dinge, die wollte ich immer mal machen und da bin ich dann wach geworden und habe es dann auch wirklich mal angefangen. Ja, also Krise ist eben auch immer eine Chance, über sich selbst hinauszuwachsen. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Christoph. Vielen Dank, liebe Community, fürs Zuschauen und alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund. Ja.